Grüß euch, ihr lieben Kreativen, und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ich bin Judice und ich freue mich, dass ihr vorbeischaut. Wie ihr seht, bei mir geht's ums Nähen. Aber meine wirklich große Leidenschaft ist Patchwork und Quilt. Manche von euch hatten bestimmt schon die Intention, sich eine Quiltdecke zu nähen und sind dabei an ihre Grenzen gestoßen, diese nicht ganz kleine Decke durch eine nicht so große Nähmaschine zu arbeiten. Diese Schwierigkeit hatte ich am Anfang auch. Wenn ihr sie aber fertiggestellt habt, seid stolz auf euch. Ihr liebt dieses Werkstück bestimmt und habt es jeden Abend bei euch auf der Couch. Für diejenigen unter euch, die sich genau davor scheuen, so ein großes Werkstück durch eine kleine Nähmaschine zu arbeiten, habe ich vielleicht genau das Richtige. Es gibt nämlich nicht nur die Technik, für eine Quiltdecke ein großes Patchwork-Top zu arbeiten und dann den gesamten Raum frei zu räumen, damit man die Unterseite, das Batting, die Wattierung und das Top auslegen kann und dann vorsichtig miteinander verbinden, bevor man es dann groß wie es ist durch die kleine Nähmaschine arbeitet. Die Technik, die vielleicht für die Quilt-Anfänger unter euch sehr interessant ist, nennt sich Quilt as you go. Dabei erarbeitet ihr euch kleine einzelne Quiltblöcke, die später mit einer raffinierten Technik zu einer großen Decke zusammengesetzt werden. Der Vorteil bei dieser Technik ist, man hat nicht eine große Decke, die man durch die kleine Nähmaschine durcharbeiten muss, und ihr könnt eure Blöcke ganz individuell einzeln gestalten. Das heißt, jeder einzelne Block kann aus einem anderen Muster, aus einer anderen Quilttechnik bestehen. Und so könnt ihr vielleicht nach und nach mehr Übung im Patchworken und Quilten gewinnen. Wie ihr euch berechnet, wie für eure Deckengröße die richtige Größe des Musterblocks ist und wie die richtige Größe der einzelnen Blockstücke ist, das werde ich euch zeigen. Ich zeige euch Tipps und Tricks, aber auch Sachen, bei denen ihr vielleicht die Augen rollt, die aber beim Arbeiten von Patchwork und Quilt einfach unerlässlich sind. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese einfachen Techniken befolgt, habt ihr ratzfatz eure erste schöne Quiltdecke beieinander. Also fangen wir gleich mit unserem ersten Block an. Hier ist auch schon alles, was ihr benötigt. Natürlich eine Nähmaschine. Ganz wichtig auch ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Bitte unterschätzt das nicht. Einmal gut gebügelt, legen sich die Nähte eures Blockes so toll zusammen, ihr werdet nur noch Freude dran haben. Dann natürlich Stoff. Ob das wie hier Pre-Cuts sind, also aus einer Kollektion vorgeschnittene Stücke, oder euren Stofffundus plündert, das könnt ihr entscheiden. Stecknadeln oder Wonderclips. Auch sehr schön sind Quiltnadeln. Die sehen aus wie Stecknadeln, sind aber unten gebogen und lassen sich dadurch wunderbar durch das Werkstück durchführen. Die Wattierung. Ich habe in diesem Fall ein Polyestervlies benutzt. Wer sich im Quilten schon etwas auskennt und kein Anfänger ist oder etwas Neues ausprobieren möchte, nach dem zweiten, dritten Mal quilten, der kann sich auch an Seide, Soja oder Wolle wagen. Zu den Stoffen passende Farben. Nehmt bitte ein qualitativ hochwertiges Garn. Ihr werdet euch ärgern, wenn später beim Free Motion Quilting euer Faden ständig reißt. Da ich meine Quilts ausschließlich in Inch berechne und nähe, empfehle ich euch eine Schneidematte, ein Lineal und einen Rollschneider. Das Lineal ist jetzt eins der kleineren, es gibt unterschiedliche Größen, aber es sind immer die ganzen Inch, Halb, Viertel und Achtel eingezeichnet. Ich bevorzuge Inch, da die Abmessungen umzurechnen in Zentimeter oft sehr krumme Werte ergibt. Wer es dennoch einmal ausprobieren möchte, dem empfehle ich ein Maßband, auf dem beide Einheiten eingezeichnet sind. Wir erarbeiten uns also einzelne Blöcke, die später mit einer raffinierten Technik zu einer Decke zusammengefügt werden. Die ist dann zum Schluss 48 auf 60 Inch, etwa 1,20 auf 1,50. Dabei ist jedes Blockstück 12 auf 12 Inch groß. Unser erster Block wird ein 9-Patch sein. Der heißt so, weil er aus 9 Stücken zusammengesetzt ist. In diesem Falle braucht ihr nur zwei Farben. Ich habe hier eine Uni und eine bunte Farbe. Ihr braucht also von der Uni Farben 5 und von der bunten 4 Stück.
Wenn wir also wissen, dass unser Block 12 Inch groß wird, dürfen wir die Stoffstücke nicht 4 Inch groß schneiden, das ist dann nur die Endgröße, sondern wir müssen die Nahtzugabe dazu berechnen. Und das ist also ein Viertel Inch bei jedem Block auf den Seiten und ein Viertel Inch bei jedem Block oben und unten, weil wir müssen sie ja auch mit den Reihen zusammen vernähen. Das bedeutet, unsere Blockgröße ist 4,5 auf 4,5 Inch groß. Ihr sucht euch also zwei Stoffe, die farblich gut zueinander passen, wie hier das Grün der Unifarbe findet sich in den Punkten wieder. Zunächst legen wir uns den Stoff an der kleinen Webkante gefaltet zurecht, schneiden die Webkante ab, sodass eine exakt gerade Schnittkante entsteht, messen uns unsere Stoffstreifen in 4,5 Inch ab und schneiden. Den Streifen auffalten, die Seiten begradigen und dann die kleinen Blockstücke 4,5 auf 4,5 Inch abschneiden. Dasselbe machen wir mit dem anderen Stoff. Hier habe ich mir noch einen zweiten Streifen geschnitten, da ich ja noch ein fünftes Stoffstück brauche. Dann das Blockmuster so auslegen, wie es später aussehen soll. Wir nähen zuerst die kleinen Stoffstücke zu Reihen zusammen und dann die Reihen aneinander. Für das Zusammennähen, also das Piecing, setzen wir uns die Stichlänge auf 2,0. Da beim Zusammennähen der Stoffstücke der Quarter Inch sehr exakt eingehalten werden soll, verwende ich das sogenannte Inchfüßchen, das hat hier den Quarter Inch und hier einen halben Inch, weil die Nahtzugabe wirklich sehr exakt sein muss, damit später auch die Kanten ideal aufeinander passen. Zum Quilten verwende ich in diesem Projekt das ganz normale Geradstichfüßchen, das auch bei eurer Nähmaschine mitgeliefert wurde. Ihr müsstet zum Vernähen des Quarter Inch lediglich vorher genau abmessen, wo dieser Quarter Inch bei euch unter dem Nähfüßchen verläuft, damit ihr diesen Abstand immer exakt einhalten könnt. Wir arbeiten uns systematisch von oben nach unten, nehmen dazu die zwei linken Stoffstücke der oberen Reihe, dann die zwei Stoffstücke der mittleren Reihe und nähen sie in der sogenannten Chain Piecing Methode zusammen. Das spart Faden und Zeit. Rüberlegen, aufklappen, und dann die rechten Stoffstücke an die jeweiligen Reihen nähen. Chain Piecing bedeutet aneinander nähen wie auf einer Kette. Kommen wir nun zu unserer Lieblingsbeschäftigung, dem Bügeln. Damit die Nahtzugaben nicht durch den hellen Stoff durchscheinen, bügeln wir uns diese zur dunklen Seite hin. Dazu legen wir den dunklen Stoff immer nach oben, setzen die Naht fest, klappen um und bügeln auf. So schauen die Nahtzugaben bei diesen Reihen nach außen. Beim mittleren Teil verfahren wir ebenso und die Nahtzugaben schauen dann nach innen. Das ist wichtig, wie ihr später beim Zusammensetzen feststellen werdet. Die genähten Streifen in der richtigen Reihenfolge auslegen und eventuelle Fäden abschneiden. Wir legen uns nun die obere Reihe auf die mittlere und achten darauf, dass die Nähte genau aufeinander liegen. Die gegenläufigen Nahtzugaben ergeben eine kleine Kante, die das Verschieben der Stoffe verhindert. Und genau an diesem Punkt, wo die Nähte zusammentreffen, stecken wir entlang der Fadenlinie die beiden Reihen zusammen. Beim Zusammennähen achten wir darauf, in welche Richtung die oben liegende und unten liegende Nahtzugabe zeigt, um ein ungewolltes Umklappen zu vermeiden. Hier schaue ich, dass die obere Nahtzugabe nicht zu mir klappt.
Bei der zweiten muss ich schauen, dass die untere Nahtzugabe nicht umgeklappt wird. Denn das macht alles unschöne Buckel, die auch mit dem Eisen nicht auszubügeln sind. Und dieselben Vorgänge mit der unteren Reihe. Beim Bügeln des gesamten Blockes arbeiten wir hier von innen nach außen. Den Patchwork-Block auf das Vlies platzieren, sodass rundum ein Fingerbreit Platz bleibt, da wir noch etwas Spielraum beim Quilten brauchen. Den Stoff für die Rückseite einen Fingerbreit größer als das Vlies zuschneiden, dieses mit dem Patchwork-Block auflegen, mittig, schauen, dass rundherum alles gleichmäßig ist und mit Quiltnadeln durch alle drei Lagen fixieren. Wir beginnen von der Mitte aus und schauen, dass alle drei Stofflagen schön glatt sind und sich keine Falten bilden. Der Rückseitenstoff kann gerne bei jedem Block anders sein. So habt ihr auf beiden Seiten der Decke bunte Abwechslung. Oder ihr benutzt für die Rückseite der Blöcke immer denselben Stoff, sodass eine Seite der Decke ruhiger wird. Für das Absteppen, also das Quilten, habe ich eine hellgrüne Fadenfarbe gewählt, die wunderbar mit der Unifarbe harmoniert und im hellen Block nur leicht zu sehen ist. Es geht auch beige, wer kein Grün besitzt. Da ich davon nur eine Fadenspule habe, benutze ich das Beige für den Unterfaden. Wer ganz experimentierfreudig ist, kann auch eine Farbe wählen, die kontrastreicher zum Stoff ist. Dadurch hebt sich das Quilting stärker hervor. Für das Quilten wechsle ich auf das Geradstichfüßchen und setze die Stichlänge auf 3,5. Probiert erst an einem Probestück aus, ob euch 3,0 lieber ist. Wir fangen von der Mitte aus an und quilten zuerst die Naht rund um das mittlere Stück herum. Das nennt sich Stitch in the Ditch, also Stechen in der Naht. Die Funktion der Needle Down Position, also dass die Nadel während dem Nähstopp im Stoff verbleibt, ist dabei sehr hilfreich, weil man dann das Stoffstück punktgenauer auf der Stelle rotieren kann. Nach der ersten Umrundung setzen wir Nähfüßchen breit zurück, halten uns an der Kante des Blockes denselben Abstand ein und so arbeiten wir uns den Weg spiralförmig in das Zentrum des mittleren Blockes. Bei den letzten Absteppungen natürlich das Verriegeln nicht vergessen und fertig ist das erste Teilstück. Die hellen Blöcke steppen wir mit einem lockeren X. Dazu markieren wir uns eine Linie entweder mit einer kontrastierenden Kreide oder einem Trickmarker, der mit der Zeit an der Luft verschwindet. Einen Friction Pen verwende ich hierfür nicht, da dieser nur durch Hitze verschwindet, was für das Vlies in diesem Falle schädlich ist. Wir markieren uns die X-Linien auf allen vier weißen Blöcken. Hier beginnen wir von außen zu quilten, achten dabei darauf, dass der Stoff sich nicht zur Mitte hin verzieht und folgen der Markierung bis über zwei Blöcke und wiederholen dann das bei allen anderen Markierungen. Die Eckblöcke beginnen wir wieder von der Mitte aus und quilten erstmal Stitch in the Ditch in der Nahtkante.
Die äußere Stoffseite zum Vlies hin steppen wir knappkantig. Dabei achten wir auch da darauf, dass der Stoff gerade liegt und keine Falten wirft. Bis wir wieder rundum an der Mitte angelangt sind und von dort aus wieder spiralförmig nach innen in gleichmäßigem Abstand zur Naht die Mitte erreichen. Damit ist unser erster Quiltblock auch schon fertig. Yippie! Das war's dann auch schon für heute. Lasst euch überraschen, welchen Quiltblock wir das nächste Mal in Angriff nehmen. Bis dahin, Servus!